The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Ja, liebe Freunde, falls ihr noch keine Möglichkeit habt, eure XDC von der Börse zu ziehen und vernünftig abzuspeichern, ich nutze dafür das Descent Wallet und ihr erhaltet nach wie vor 30% Nachlass darauf. Link zum Produkt und auch ein Link zu dem Produkt Review findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt let's go. Ich grüße euch, ihr Lieben, Alex aus dem Schnitt hier und ich muss euch leider gestehen, dass die Soundqualität im heutigen Video nicht so optimal ist, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Ich glaube, mein Mikro will nicht so recht, dass ich den Inhalt mit euch teile. Der Inhalt heute ist nämlich relativ brisant, ich glaube aber ihr habt auf jeden Fall einen Mehrwert und vielleicht könnt ihr über diesen kleinen Fauxpas hinwegsehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und jetzt genug der warmen Worte, let's go! Wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Wir werden uns heute mal ein bisschen was anschauen aus dem Video von Alessi Restani. Und zwar geht es dabei um den sogenannten Pi-Cycle-Bottom-Indikator. Warum zeige ich euch das Ganze? Ich möchte euch jetzt nicht zum Trader ausbilden. Ich muss auch offen gestehen, ich weiß selber nicht so ganz genau, wie sich das Ganze hier errechnet. Aber Fakt ist, der soll wohl extrem genau den Boden anzeigen. Und einige von euch haben mir gesagt, hey, das passt doch sehr gut zu dem, was wir zuletzt gesehen haben. Denn bei Crypto Crew University haben wir ja gesehen, dass das Überkreuzen einiger MAs dazu führt, dass man entweder ein Death Cross hat, sowas im 3-Tages-Chart, also eher ein bearishes Vorzeichen. Aber im 4-Tages-Chart war das eigentlich genau das Gegenteil, was wir da heraussehen konnten. Und zwar, dass die Überkreuzung eigentlich ein bullischer Indikator ist für uns. Und genau darüber spricht Alessi Restani. Das Video ist doch sehr umfangreich und sehr schwierig, deshalb wir werden das mal jetzt nicht im Detail schauen, weil das doch sehr technisch ist, aber wir werden uns mal die wichtigsten Bildchen daran angucken und vor allem werde ich euch mal erklären, was er so grundlegend dazu sagt. Beginnen tun wir allerdings erst einmal mit einem kurzen Blick auf den sogenannten Pi-Cycle-Bottom-Indikator. Er soll uns tatsächlich insbesondere bei Bitcoin fast auf den Tag genau den Boden vorhersagen. Und ich sage euch ehrlich, schön wäre es. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Wir werden mal schauen, wie legit das Ganze ist. Und jeder von euch kann das Ganze mal nachbauen zu Hause. Ich habe jetzt mal mit dem 3-Tages-Chart das Ganze hier gemacht. Ihr könnt natürlich auch den Wochenchart nehmen. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, bei der Suche nehmt ihr am besten mal nicht Bitcoin Tether, sondern Bitcoin USD. Denn USD und Bitcoin werden schon länger gehandelt als 2017 oder wann Tether kam. Dementsprechend haben wir hier deutlich mehr Daten und Bitstamp ist sowieso die Börse mit den meisten Aufzeichnungen in die Vergangenheit. Also wenn ihr auch mal in 2012 oder sogar 2011 Daten braucht, dann findet ihr die in dem Chart von Bitstamp, während die neueren Charts alle irgendwie dann mittendrin in 2017 oder so anfangen. Ja? Das vielleicht nur als kleiner Hinweis, also schaut euch unbedingt diesen Chart an, dann seht ihr das. Und hier sehen wir also einen Indikator, der sich wie auch immer berechnet, der dann plötzlich ganz genau anzeigt, wo man theoretisch den Boden hat. Und das Krasse ist, dass wir genau jetzt diese Bodenbildung sehen. Alessi Restani geht in dem Video genau darauf ein, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise er geht sogar darauf ein, wie das Ganze errechnet wird. Ich bin ehrlich zu euch, obwohl ich eigentlich relativ viel mit dem ganzen Thema zu tun habe, war das für mich einfach nur eine Explosion, Reizüberflutung. Deshalb will ich euch das Ganze mal ersparen. Werde euch aber in jedem Fall das Originalvideo von Alessio hier verlinken. Wenn ihr also Lust habt, euch das ganze Video zu geben, tut das liebend gern. Ansonsten spricht er eigentlich darüber, dass dieser Indikator eben in mehrere Teile aufgeteilt wird. Es gibt einmal den sogenannten Bottom-Indikator, es gibt aber auch den Top-Indikator. Also theoretisch soll das Ding wohl auch das Dach vorhersehen. Wir können das Ganze ja mal direkt ausprobieren. Ich habe mal den Chart kopiert, wir nehmen Bitcoin USD. Dann nehmen wir hier in diesem Fall wieder den 3-Tages-Chart. Ich gehe mal ein bisschen raus aus dem Ganzen. So, dann gehen wir auf Indikator und geben einfach mal ein Pi-Cycle. Und dann werdet ihr schon sehen, es gibt hier den Top-Indikator, den Bottom-Indikator und wir nehmen jetzt mal den Bitcoin-Top-Indikator. Der soll also jetzt das Dach zeigen. Und gucken wir mal, wie gut der da gelaufen ist. Weil ansonsten können wir eigentlich das Traden dem Pi-Cycle-Top-Indikator überlassen. Ja gut, sieht wirklich gut aus. Natürlich hätte man hier in 2013 ordentlich was liegen lassen, wenn man das jetzt top gesehen hätte. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man hier ausgestiegen wäre, hätte man zumindest sich die Abwärtsfahrt nach unten von über 60% erspart und hätte vielleicht dann von alleine gesagt, okay, ich steige wieder ein. Auf jeden Fall schaut das wirklich so aus, als würde der wirklich hilfreich sein. Ich habe offen gesagt noch nie davon gehört, aber momentan sprudelt das Internet von diesem Pi-Cycle-Indikator. Sollten wir uns auf jeden Fall mal angewöhnen, regelmäßig anzuschauen, insbesondere auf große Zeitfenster. Und das Geilste ist, das Ding ist kostenlos. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach direkt loslegen, meldet euch bei TradingView an, geht auf Indikatoren, gebt einfach ein Pi und dann Cycle
Und dann könnt ihr das Ding auswählen. Sehr, sehr cool. Ja, was Alessio hier drin allerdings auch sagt, ist, dass es nicht ganz so perfekt läuft, wie auf den ersten Blick zu sehen. Denn normalerweise läuft es so, dass der Indikator ein bisschen nachzieht. Also wir haben normalerweise nicht wirklich den Tag des Lows, sondern meistens ein paar Tage später ploppt erst dieser Indikator auf. In diesem Fall ist der Indikator jetzt bei uns erst am vergangenen Freitag aufgeploppt. Von daher seht ihr, wir sind ja schon relativ lange in dieser Bodenbildung, nenne ich es jetzt mal, oder in dieser Extremkorrekturphase, die dann irgendwann mal so ein bisschen seitwärts läuft. Wir warten eigentlich schon länger darauf und jetzt ist es erst aufgeploppt. Also das Tief war ja bereits irgendwann im Mai oder im Juni und jetzt Mitte Juli ist das Ding erst aufgeploppt. Also falls du ein Daytrader bist oder sogar auf Stundenfenster tradest, hilft er dir gänzlich wenig. Aber er gibt uns einen guten Richtwert und gerade wenn du langfristig planst, glaube ich, ist das Ding gar nicht so verkehrt und könnte uns vielleicht den ein oder anderen Fauxpas ersparen. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, viele von euch sind ja nicht nur im Bitcoin- oder Kryptomarkt unterwegs, sondern auch in anderen Märkten und da muss man ganz klar sagen, da funktioniert dieser Pi-Cycle-Bottom-Indikator nicht wirklich gut. Alessio zeigt das hier auch nochmal in anderen Märkten und sagt ganz klar, er rät davon ab, die jetzt für jeden Markt blind zu nutzen, sondern das sei wohl ein Tool, das insbesondere bei Bitcoin hervorragend funktioniert. Also eher spannend für uns Krypto-Enthusiasten. Aber trotzdem denke ich mal, dafür, dass es for free ist, eine sehr, sehr geile Nummer. Und zusammenfassend haben wir jetzt also folgende Indikatoren. Wir haben aus den Videos zuvor gesehen, dass wir sowohl über Kreuzungen, also Crosses haben, die nicht unbedingt ein Death Cross darstellen müssen, sondern eher so aussehen, als würden sie bullish aufgelöst werden. Sehr, sehr gut. Zweitens haben wir die sogenannte Golden Zone erreicht. Ich blende euch hier nochmal die Golden Zones ein. Und drittens haben wir jetzt durch das Video von Alessi Restani und auch viele, viele andere Trader, die momentan darüber sprechen, den sogenannten Pi Cycle Bottom Indikator. Alles zusammen lässt mich auf jeden Fall relativ bullish zurück. Ich bin ehrlich zu euch, ich kann mir gut vorstellen, dass das der Boden war. Und ich will ehrlich zu euch sein, ein Großteil der Kryptounternehmen, die ein bisschen Rang und Namen haben, haben viele Mitarbeiter entlassen, Units wurden zusammengelegt, Kredite wurden aufgenommen, um irgendwie die Löcher zu stopfen und einige große Player da draußen haben diese Krise nicht mehr überleben können. Ja, die Dominosteine sind gefallen und auch wenn der ganz, ganz große Knall mit Bitcoin auf Zero oder Tether, die implodieren, irgendwie noch nicht aufgeploppt ist, muss es aber nicht unbedingt dazu kommen. Mich würde es sehr freuen, wenn jetzt endlich die Wende kommt. Das würde, glaube ich, allen gefallen und uns alle ein wenig beflügeln. Wir sind das erste Mal unter die 200er MA gerutscht auf den ganz langfristigen Chart. Und der Fear and Greed Index ist seit Jahren nicht so schlecht gewesen wie aktuell. Wir kommen einfach nicht heraus aus diesem Kellerbereich. Alles zusammen stimmt mich sehr zuversichtlich. Ich möchte mich allerdings nicht festlegen, sondern viel lieber mal von dir wissen, wie du das Ganze siehst. Glaubst du, dass die Analysen durchaus richtig sein können? Oder glaubst du, es ist ein bisschen viel Wunschdenken und am Ende wird leider nicht viel passieren? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin für heute raus, wünsche euch einen geilen Start in die Woche und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis bald. Ciao.